Mission Banks ist eigentlich entstanden, weil wir alle Bock hatten, wieder loszugehen. Auf Reisen, loszufahren, Freiheit, Wind zu spüren. Kam immer wieder das Thema auf, wir wollen ja irgendwann mal den Trip machen zur Isle of Man, zur Classic TT. Ja, und dann dachten wir, okay, da gibt es eigentlich nur noch eins, Hinna. Ja? Und was wäre schlimmer, als wenn wir jetzt da stehen und keine Motorräder vor Ort haben? Also, ja, dann lasst uns halt in Berlin auf die Dinger raufsetzen und dann fahren wir eben bis zur Isle of Man mit unseren Motorrädern, machen da einfach einen kompletten Trip draus. Lemmy, Christoph und Markus ist ja schon auch ein etwas älterer Freundeskreis. Ich bin da noch nicht so lange drin, aber ich wusste, dass ich auch da mit drei verlässlichen Typen unterwegs bin. Und ich glaube, das braucht es auch auf so einer Tour. Also du musst da mit Typen durch die Gegend fahren, auf die du dich da auch so hundertprozentig verlassen kannst. Und das kannst du auch. Motor Circus ist ein Zusammenschluss von Freunden, die alle die gleiche Leidenschaft teilen. Sei es einerseits die Motorräder und gerade BMW-Motorräder und die Individualität, sowie aber auch die Reisen. Also die Berlin-Köln-Tour ist eigentlich echt simpel zusammengefasst, weil es war Berlin, Autobahn, Köln. War eine lange, harte Etappe. Sind bei einem guten Freund untergekommen in Köln zu Hause. Wir hatten noch mal einen trockenen Schlafplatz, haben noch mal einen Kumpel Kolle besucht, der auch eine kleine, fricklige Werkstatt hat, irgendwie mit einem Haufen alten Motorrädern. War wirklich nur eine kurze Übernachtung in Köln und danach ging es gleich weiter. Wenn du mit deinem alten Beamer irgendwo hinkommst und dann noch zu viert am besten und irgendwo pissen gehst oder was trinken gehst oder tanken gehst, du wirst immer mit Leuten in Kontakt kommen, weil viele die alten Maschinen kennen. Ältere Leute sind davon fasziniert, weil sie es kennen und Kinder sind von Lärm und von diesem Nostalgischen angezogen. Und das ist eigentlich das, was alte Motorräder ausmacht. Du hast immer Kommunikation, wo du bist.
sind in Belgien angekommen, wussten noch nicht, wo wir pennen abends. So, das war eigentlich eine gute Methode zu fahren, ja, einfach loszufahren, zu gucken, wo man ankommt. Und kamen dann zum Schluss, am Ende der Etappe, an im belgischen Nirgendwo, auf einem Bauernhof, an einem Hang. Super nette Leute da. Und haben die halt gefragt, wie es aussieht, ob wir nicht bei denen irgendwie auf dem Hof hinten pennen können. Und der guckte halt aus seinem Fenster raus und meinte, ja, okay, hier, den Hang hoch, bitteschön, das ist die Wiese. Und dann haben wir mal geguckt, was die Reifen so hergeben. Echt schön zu sehen, irgendwie, dass du mit deinem Motorrad auf diesem Hügelchen stehst oben und einfach abends mal den Blick schweifen lässt. Ja. Du sitzt mit deinen Kumpels halt da am Hang, trinkst noch mal ein Bier abends, guckst, ja, und war einfach echt, war so ein richtig Freiheits-Draußen-Gefühl. Am nächsten Morgen wollten wir losfahren und da, ja, wie es so ist mit alten Motorrädern, bockte meine Karre, wollte nicht anspringen. Und dann haben wir uns aber alle zusammengetan mit den Jungs und ja, so die ersten Erste-Hilfe-Maßnahmen vollzogen sozusagen. Und danach rollte es wieder und dann ging es weiter. Abends sind wir angekommen in Oostende, direkt am Strand und haben natürlich gesagt, okay, dann die Matten an den Strand gelegt und am Strand gepennt. Nächsten Morgen aufgewacht, Sonne, strahlend blauer Himmel und dann blitzte bei uns allen in den Augen eigentlich die gleiche Idee auf, und zwar aus diesem riesen Strand einfach mal einen Spielplatz zu machen. Du lernst auf so einer Reise ja einige Leute kennen. Unter anderem haben wir vor der Fährüberfahrt nach Dover, Ermelkalane, haben wir uns eingereiht, sind in unsere Schleuse gefahren und vorne stand ein vollbepacktes kleines Motorrad. Wir fahren so ran, haben da hinter abgeparkt, sehen aufs Nummernschild und die Jungs kamen aus Indien. Und dann haben wir weitergelesen, Aufkleber, Helm abgenommen. Silk Odyssey. So, die sind die Seidenstraße gefahren. Waren zwei Inder auf einer Enfield, voll bepackt, Ersatzteile, Ersatzzylinder dabei, alles, was du brauchst. Und die standen vor uns.
Ja, war super. Hat natürlich viel Spaß gehabt mit den Jungs und hat unsere Reise ein bisschen relativiert. Ne? Die hat natürlich ein bisschen mehr auf dem Buckel. Super, war absolut tolle Begegnung. Ja, und dann sind wir von der Fähre runter. Der Wal hat uns ausgespuckt. Und dann war das große Ziel in London natürlich Ace Café. Das legendäre Ace Café kennt wahrscheinlich jeder vom Hörensagen, von irgendwelchen Filmen von früher. Bekannt von der Rocker- und Mod-Szene aus den 50er, 60er Jahren. Das war der absolute Hammer, dort einmal live zu stehen. Wir wurden empfangen von Mark Wilsmore, dem Eigner. Und war ein unheimlich tolles Gefühl, dort zu landen, wovon man schon so viel gehört hat. The spirit of the cafe ultimately is speed. Sight, sound, smell, everything that relates to speed. That's ultimately the passion that seems to me that people love to come here and share. Today, 2013, it's the 75th anniversary year of the cafe. And in reality, all through those years, nothing really has changed. Technology has progressed, whether it's the technology of engines, whether it's the technology of fuel, whether it's the technology of tires. Human emotion hasn't. Es war eine ganz tolle Atmosphäre. Motorradfahrer, egal was für Motorräder, ob klein, ob groß, spielt keine Rolle. Und alle waren unheimlich entspannt. Ne? Dann gab es einen schönen Tee, einen englischen Tee mit Milch. Und es folgten unheimlich viele tolle Gespräche mit Mark Wilsmore, unheimlich interessanter Mann. Dann sind wir dem Tipp von Mark Wilsmore gefolgt und nächsten Tag ging es dann nach Brooklands. Brooklands liegt bei London und ist ein legendärer Steilwandkurs, der 1907 gebaut wurde. Sehr aufwendig, damals einzigartig und wir mussten unbedingt dorthin. Nun war es so, dass gleichzeitig ein Hot Rod Meeting da war und jede Menge Rockabillys vor Ort waren und schöner Rock'n'Roll gespielt wurde. Alte Rennwagen, alte Motorräder, also ist unbeschreiblich. Der Betreuer dieses Museums, der hat uns angesprochen und meinte, ja, was macht ihr hier, woher kommt ihr? Und ja, nach ein bisschen Erzählen hat er uns gefragt, ob wir Bock hätten, das Oval zu fahren. Ja, und ja, sofort. 1907 is when it was built. Yeah. So it was the world's first purpose-built racetrack. Yeah. Because before that, people were just racing on the roads. Okay. But the laws in this country stopped us racing on the roads. Right. So they built Brooklands, and the same year was the first Isle of Man TT. Yeah. Because even though the Isle of Man is a part of Great Britain, it has got its own separate rules, yes. Separate parliament. Speed limits. So yeah, so that they were able to change the speed limits and, yeah. And allow people to race like they still do.
also alles nach London, Mittelengland bis zur Küste wieder war unerwartet schön. Es waren so die ersten Auswüchse von Schottland zu sehen, also Pässe, Höhen und eine sehr raffe Natur. Also fahrmäßig war das super. Die Isle of Man liegt in der irischen See, hat ihre komplett eigenen Gesetzmäßigkeiten und genau das macht es halt möglich, dass da einmal im Jahr halt die Tourist Trophy stattfindet, wo halt diese Motorradrennen stattfinden auf der Straße mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Im Zuge dieser TT, ein paar Wochen später, findet eine sogenannte Classic-TT statt, das ist das, wo wir hingefahren sind, wo sozusagen klassische Motorräder diesen alten Kurs nachfahren. Und diese Tourist Trophy beinhaltet wirklich diesen Rundkurs von 60 Kilometern durch 200 Kurven zu fahren in einem Affenzahn. Insbesondere dieses Classic TT oder das Rennen, die TT auf der Isle of Man, das ist echt was Einzigartiges und sehr, sehr Besonderes, weil es gibt, glaube ich, in Europa oder weltweit keine Rennstrecke, wo du so nah dran sein kannst, wie auf der Isle of Man. Das erste Erlebnis, was wir hatten, war wirklich, wir waren eigentlich gerade losgefahren, wollten uns was zu trinken besorgen, was zu essen etc., sind nicht mehr zurückgekommen auf unseren Campingplatz und sind irgendwo gestrandet. Idealerweise eine super Position mit einer Parkbank, wo wir uns zu viert draufsetzen konnten. Und die Ordner haben schon gesagt, wartet mal ab, in 10 Minuten geht's los. Okay, sind wir halt da gestrandet. Jeder hat ein Bierchen von uns dabei, das war in Ordnung. Also. Und dann hörst du aus der Ferne einen Donner krollen. Und die Streckenposten, die grinsten schon, die Marshals, und haben gesagt, ja, jetzt kommen sie, wartet mal ab. Und dann zieht der Erste da an dir vorbei. Und genau das passiert. Der fährt an dir vorbei und du hast das gar nicht so schnell sehen können. Ja? Mit einem Affenzahn. Ich glaube, wir haben uns alle angeguckt. Keiner hat was gesagt, aber jeder hat den Mund offen gehabt, ja? Weil wir es nicht für möglich gehalten haben. Einem Rennspot, wo du stehst, ja, du kannst ja immer verschiedene Punkte suchen, hatten wir Tony Wall getroffen. Tony Wall ist in den 60er Jahren mitgefahren auf der TT und hat uns eingeladen in ein Museum, Motorradmuseum, Classic Collection, Classic Bike Collection und wir sind hin und er hat uns alles gezeigt, er hat gesprüht vor Geschichten und wir haben es wie so ein Schwamm aufgesaugt. Well, up on the shelf over here, we've got five racing machines
covering the era of the 50s and 60s when British motorcycles, racing motorcycles, dominated the world scene. Yeah? 1947 here, we've got the Manx Norton, which was actually called, its nickname was the Garden Gate. 1956 7R, then the opposition from AGS, 357R. I used to race one of these. I raced the early one, the 49, and then raced this one. Also man sieht da nur traumhaft schöne Motorräder in diesem Museum, die auch alle mal diesen auf dieser Rennstrecke mitgefahren sind. Meistens alle Engländer. Up against the wall there is the Green Silverstone, their famous racer. In fact, that's my bike. That was 1965, and then rode again in 66, 67, yeah. We have another circuit in the south of the island called the Southern 100, based on Castletown, 4.4-mile circuit, road circuit. Yeah. And I gained a fourth place there out of 54 riders. So and that bike with me holds the fastest lap by a Greaves to this day. Das war unheimlich schön zu sehen, dass die Leute auch in dem Alter noch so völlig auf Sendung sind und ihre alte Maschine dazu hängen haben, die Geschichte erzählt haben, warum hat er sie leichter gemacht und wie hat er sie leichter gemacht und wo wurde es mal eng. And I went right along the gutter, all the way along the gutter like this, yeah, by the little footpath, yeah? Yeah. And finished up in the mitre, the pub, having 3 pints of beer. Yeah. Little stories. Got a little lucky in. Little Max Gatley stories. Yeah, yeah. Oh, lucky, really. Yeah. Lucky. You need a bit of luck. Ich habe einen Tag mit so einem belgischen Rennteam verbracht. Da war ich so ein bisschen embedded als Fotograf, eben auch so ein bisschen dabei, von morgens bis abends. Und das sind ganz normale Menschen im ersten Augenblick. Ja, du sitzt da zusammen morgens mit dem bei einer Tasse Kaffee, die scherzen und feixen dann herum. Die Frauen sind dabei, Kinder alle. Und irgendwann, wenn die Männer schon so ein bisschen anfangen, die ersten Zeichen zu geben, nonverbal ihren Frauen gegenüber mitteilen, dass es jetzt bald mal so losgeht, die Mechaniker auch so ein bisschen nervös werden, dann verschwinden die Frauen so langsam. Die Männer ziehen ihre Lederkombis an und scheinen irgendwo in eine andere Rolle zu schlüpfen. Ich weiß nicht, die werden halt in dem Moment Rennfahrer. Der Typus Mensch ist, weiß ich nicht, kann ich schwer beschreiben. Ganz besonders auf jeden Fall. Also die leben wirklich jeden Tag. Ich habe mich mit einem unterhalten und der sagte, naja, also ein guter er hat eigentlich einen sehr schönen Vergleich gezogen zu einem Blues-Song, dieses Let the Good Times Roll. Also ne, no matter what, so scheiß drauf, egal wie schlecht es dir geht, let the good times roll. In dem Moment, wo du aufs Motorrad steigst und diese Rennstrecke langfährst, sitzt du auf deinem Motorrad und fährst die Rennstrecke.
Also da fehlen mir die Worte eigentlich, weil man stumpft ja irgendwann ab so mit den Tagen, dann merkt man, oh, man gewöhnt sich an die Geschwindigkeit. Und dann wird es immer lauter und dann kommt halt der Erste mit einem Affenzahn im ganz eigenen Sound an dir vorbeigeschossen. Du stehst wirklich da, dir fällt dazu nichts mehr ein. Es riecht nach Öl, es riecht nach Benzin, es riecht nach Reifen. Du bist einfach mittendrin und voll dabei. Die Atmosphäre ist einfach der Hammer. Das ist einfach Rennpur. Wahnsinn, also es ist einfach nur Wahnsinn. Wir sind natürlich auch, das ist das Schöne, das ist auch der Reiz, dass du diesen Straßentrack, ja, diesen Snowfall Mountain Course abfahren kannst. Diese 60 Kilometer, diese 200 Kurven, kannst du selber fahren. Gerade so für mich persönlich diese Bergstrecken, ja, die waren halt wunderschön. Sehr anspruchsvoll, enge Straßen, Sprünge drin. Du fährst hoch, du kommst teilweise in den Nebel. Du siehst die Landschaft abfallen, du siehst das Meer. Du fährst wieder runter in tiefe Wälder und du fährst einfach. Und du fährst es mehrmals ab und du kannst nachvollziehen in jeder Kurve, wie sich der Rennfahrer fühlen muss. Ganz kurzen Moment, wenn du da langfährst oben, für dich selbst bist du kurz ein Rennfahrer. In der Kategorie, wie die da aber fahren, professionell, auf gar keinen Fall. Teilweise kam ich mir schnell vor. Mich haben Leute überholt mit Supersportlern. Ich dachte, ich bin der Schatten. Selber im Renngeschehen fahren? Nein, bestimmt nicht. Aber ich könnte mir das schon vorstellen, in einer Amateurklasse mit einem sehr guten sportlichen Motorrad zu machen, mitzufahren. Ich schaue mir so ein Rennen echt sehr, sehr gerne an. Und, aber in dem Moment, wo ich diese Typen da in diesem Affenzahn an uns vorbei habe flitzen sehen, habe ich gedacht, nee, die Eier habe ich nicht. Klar, also die Reise würde ich sofort nochmal fahren. Auch genau mit dem Team, mit den Jungs, sofort wieder. Ja, das war echt freundschaftlich, echt entspanntes Miteinander. Es ist wie bei allen größeren Reisen, ist das, glaube ich, so, dass du daraus ja eine Menge mitnimmst. Der Weg dorthin ist ja eigentlich mindestens genauso interessant wie das Ziel an sich. Nochmal hier, Jungs, auf die Insel. Es juckt natürlich auch schon wieder. Klar, gibt es ein paar wilde Ideen, was man vielleicht noch so machen kann. Also ich habe schon wieder Bock irgendwie auf die nächste Tour. Wer weiß, wo es uns hintreibt.